Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Ja, wir sind hier in Nuka-Cola World zurückgekehrt, wie ich euch im letzten Part versprochen habe. Und wir werden noch gleich zu der Chefin der Jünger reingehen und Bericht erstatten. Normalerweise müsste ihr neues Schoßhündchen schon da sein. Der Ernie. Mal schauen, ob er wirklich da ist, ob er den Weg hergefunden hat. Ansonsten wird er wahrscheinlich ein bisschen sterben. Denke ich mal. Hallo, was seid ihr? Ja, das schaut da wieder super aus. Also, schön dekoriert, wirklich. Kann man nichts anderes dazu sagen. Gratuliere. Mit dem Messer immer geschärft. Schlampige Arbeit mag niemand. Ja, schon gut. Ich suche jemanden Bestimmtes. Wo ist denn eure Chefin? Da oben? Vielleicht? Könnte hinkommen. Was, das schaut's aus. Überall Köpfe, das muss so stinken hier, ne? Eigentlich. Servus. Nisha? Ich glaube, der Hund ist gerade abgestürzt. Nisha. Ich bin überrascht, dass Kota so lange durchgehalten hat. Dixie. Ich glaube, wir alle wollten ihn tot sehen. Ja, das weiß ich schon. Nuka-Cola hängt mir zum Hals raus. Das Beste an einer Maske? Dass ich nicht so aussehen muss, als würde mich interessieren, was die Leute sagen. Töten kommt besser als stehlen. Dieser Rausch ist der Wahnsinn. Ja, ich will eure Chefin sprechen. Das ist mir gerade alles wurscht, was ihr da zu sagen habt. Was? Die schauen alle aus. Eine Krawatte oder einen Teddybären zu tragen? Was ist denn da los? Ah, hier ist sie. Die Unternehmer sind viel zu sehr mit ihren Spiegelbildern beschäftigt, um hier wirklich etwas zu schaffen. Ja. Und wieder ein Punkt für die... Okay, ich wollte sagen für die Guten, aber... Weißt schon. Du bist nicht ohne Grund der Overboss. Hier, deine Bezahlung. Es liegt da noch was an. Natürlich. Kümmerst du dich drum? Ja, was gibt's? Was ist los? Ich hab grad dran gedacht, wie langweilig das Leben der Unternehmer sein muss. Wir sollten ihnen etwas Abwechslung verschaffen. Irgendein Ödländer verkauft jetzt Informationen. Du sorgst dafür, dass sein Geschäft einen dauerhaften Rückschlag erleidet. Nimm dieses Elektrohalsband, schleich dich an und mach's ihm um, wenn er gerade nicht aufpasst. Oder hau ihm eine rein und leg's ihm dann an. Wäre mir sogar noch lieber. Ja, okay. Ja, wer das Ziel ist, sagt sie wieder nicht namentlich, ne? Also gut, wir machen's. Das wird sicher lustig. Dachte mir schon, dass dir das gefallen wird. Na gut, Tötungsauftrag. Plündere in der Third Real. Ja, Doggy gähnt mich wieder voll an, ihm ist langweilig. Jo, dann hauen wir wieder ab, ne? Boah, es muss... Jo. Den einen Auftrag, da werden wir noch schauen, dass wir erfüllen können. Ich hoffe, dass wir dann... Ich hoffe, dass wir dann mit den Unternehmen... Mit den Händlern eben sprechen können. Also Raider-Händler, ne, so irgendwie. Unternehmer jedenfalls. Und dann zu guter Letzt sollen wir uns mit den... Mit der Bande da, mit der... Wie hießen die noch schnell? Mit dem Rudel, genau. Mit dem Rudel uns befassen. Da haben wir Knarren, aber Messer sind interessanter. Ja, schön für dich. Ist denn diese Mission ausgestattet, ausgerüstet? Ja, ist sie. Wo müssen wir hin? Ich glaube wieder das Commonwealth. Also, ja, wieder im Commonwealth. Gut. Dann gehen wir da hin. Und zwar zackig. Dann legen wir ihm das Halsband um. Und ja, dann gehen wir wieder zurück. Keine Ahnung, wie lang das gehen soll. Wahrscheinlich sehr lange. Wahrscheinlich unendlich lange. Dann wäre es vielleicht gar nicht mal so dumm, uns dann mit den anderen zu befassen. So. Wo dürfen wir hin?
Hierhin. Good Neighbor? Ah, es ist wieder ein eigenes Gebiet. Ach, herrje. Da, ja, dann würde ich sagen, Good Neighbor. Von dort vielleicht rausgehen. Aus Good Neighbor. Und dann sind wir normalerweise eh schon in der Nähe. Ich glaube, ich weiß schon. Ist das nicht eine U-Bahn-Station wieder gewesen? Ich glaube, ja. Sowas in der Art. Oder eh das. Das war, glaube ich, wirklich in der Nähe von Good Neighbor. Werden wir schon anfinden. So, einmal wenden. Normalerweise müsste ich hier raus. Ich glaube nicht, dass es hier... Oder doch? Könnte es wirklich in der Tat hier drinnen sein? Kann ich mir jetzt... Echt? Das soll da sein? Tatsächlich. Tatsächlich. Okay. Ist in Good Neighbor drinnen. Wunderbar. Okay. Hancock sagt, dass Neuankömmlinge im Third Rail willkommen sind. Also geh ruhig rein. Oh je. Na, hoffentlich geht das nicht ins Auge. Hier ein Bild? Das ist ja Diebstahl. Ein Hirnpilz ist Diebstahl. Du hast nichts gesehen, ne? Du hast nichts gesehen. Ein Hirnpilz ist Diebstahl, genau. Na fein. Cool. Ich war da noch nie, glaube ich. Was? Möchtest du irgendwas? Warst du schon mal in der Höhle? Probier ja, mal dieses Halsband aus. Ist mir zu komisch. Zu echt. Ob das geht? Ich habe eine Halskette, die dir wunderbar stehen würde. Echt? Genau. Hier. Okay. Warte mal kurz. Hilfe! Du gehörst jetzt Nisha in Nukatown. Oh setz mein dich Gott. In Bewegung. Finde den Feind. Ich glaube, das ist nicht so gut gelaufen. Soll ich das echt machen? Hancock seine Leute umklatschen? Das ist hier gar nicht gut. Wo bist du? Komm raus. Hallo? Das ist echt nicht klasse. Ich glaube mal, ich sollte das vielleicht lassen. Also, du bist noch nicht hin. Jetzt aber, oder? Naja. Ja, das war natürlich super, ne? Hätte nicht gedacht, also... Hätte echt nicht gedacht, dass das jetzt so eigentlich enden wird. Wollte ich eigentlich auch nicht. Da könnten eventuell ein paar Quests verloren gehen. Achso, du bist vor mir. Du Schrotthaufen. Ist er hin? Tut mir gerade, ja, ist gerade, ich habe echt gedacht, das geht schon, ne? Das Halsband um. Aber so einfach ist es dann doch leider nicht. So. Da. So. Dürfen die im Leben bleiben? Schaut so aus. Vielleicht sollte ich auch einfach nur abhauen. Ich hau einfach mal ab. Vielleicht ist das die beste Lösung. Ich habe ihm eh das Halsband gegeben. Dann lasse ich das einfach mal liegen, alles zusammen und hau einfach mal ab. Vielleicht ist das dann schon damit getan. Ja, die werden das sicher dann Hancock betzen. Was? Auch hier? Die ganze Stadt ist jetzt gegen mich? Ganz ehrlich, ne. Also noch nicht. Warte mal, ich lade mal hier. Oder Nuka Cola World. Um...
Machen wir Luca-Cola-Welt, das ist besser. Warte. Sogar hier noch. Na komm. Die will ich haben. So, die nehmen wir. Den lade ich nochmal neu. Das geht. Das gefällt mir so nicht. Na, dann gehe ich gleich zu den Händlern und gut ist. Also die Raider-Unternehmen-Typen. Den fange ich irgendwann mal später. Da könnten eventuell Quests gerade verloren gegangen sein. Das will ich nicht. Also muss es eine bessere Möglichkeit geben. Vielleicht schläft er irgendwann mal irgendwo und dann vielleicht, dass es besser passt. Gut. Das heißt, questmäßig, das bleibt schon mal weg. Tötungsauftrag ist ja komisch, ne? Echt. Naja, ein ambitionierter Plan. Also, wir möchten als nächstes gern den Bandenboss der Unternehmer treffen. Gut, der ist jetzt wo genau? Hier. Okay, einfach mal da lang. Der letzte starb zu schnell. Ich lass echt nach. Ja, natürlich, Bagage. Also, irgendwie mal hier lang. Was war los? Ich hatte nichts mehr zu rauchen. Sie wollten ihn. Und dann hier durch. Hier durch. Und dann hier drüben vielleicht. Könnte denn das. Du kannst reingehen, Oberboss. Danke. Jawohl, die Unternehmer. Sehr gut. Mal schauen, was die für uns haben. Das ist gerade ein bisschen. Bäh. Du kannst gehen. Wieder eine Frau. Na, servus. Frauen an die Macht, ne? Alles harte Damen. Hallo, Max Black. Hey. Wir schulden dir wohl alle was, weil du Coulter erledigt hast. Er war ein Idiot. Hat uns alle schlecht dastehen lassen. Tja, ein Clown, der in seinem kleinen Auto festsaß. Schätze, es ist deine Genugtuung zu wissen, dass er endlich bekommen hat, was er verdiente. Was hast du dabei gespürt? Was ging dir durch den Kopf, als du diesen menschlichen Müllhaufen erledigt hast? Gott sei Dank bin ich nicht gestorben. Worüber habt ihr gesprochen? Langeweile, Bedauern, Spannung? Ja, eigentlich schon Spannung. Worüber habt ihr gesprochen? Worüber habt ihr gesprochen, als ich reinkam? Nun, über dich, Overboss. Du bist eine unbekannte Größe. Wir wollen wissen, mit wem wir es zu tun haben. Wäre also toll, wenn du uns ein paar Fragen beantworten würdest. Ja. Was ging dir durch den Kopf, als du diesen Trottel erledigt hast? Langweilig, Bedauern, Spannung. Ehrlich gesagt, ich war ganz schön angespannt. Einen Gegner so auszuschalten, das ist aufregend. So sah es auch aus. Vielleicht taugst du zu mehr, als ich erwartet hatte. Wie dem auch sei. Gages Gesetz besagt, dass du der neue Overboss bist. Dann hoffen wir mal, dass du besser bist als der Letzte. Ich bin Max. Das ist mein Bruder William. Ist mir ein Vergnügen. Wir sind die Chefs dieser Bande, zusammen mit Lizzie. Wir nennen uns die Unternehmer. Du wirst schon bald feststellen, dass wir die Einzigen sind, die du hier unterstützen solltest. Denn nur wir sehen, was das hier wirklich für ein Ort ist. Ein Tempel, der für das Einzige steht, was in dieser Welt zählt. Mhm. Was war das? Limo. Zufriedenheit, Geld verdienen. Was war das? Und was wäre das? Kronkorken. Dieser Ort wurde gebaut, um Trotteln Kronkorken aus der Tasche zu ziehen. Wir haben uns Gage und Coulter nur angeschlossen, um dieses Ziel zu erreichen. Allerdings mit etwas anderen Methoden, als die Gründer es beabsichtigt hatten. Stattdessen ließ Coulter uns fast ein Jahr lang rumsitzen und hat das Leben auf seiner verdammten Bergspitze genossen. Wenn du hier jetzt das Sagen hast, wollen wir von dir eine Zusicherung, dass du den Ort zu seiner wahren Bestimmung führen wirst. Und dass wir endlich wieder Leute überfallen, um ihnen ihr beschissenes Geld abzunehmen. Großartig, wo bin ich da reingeraten? Naja, warum sollte ich euch unterstützen? Sarkastisch, ich bin auf Geld aus. Ich tue, was mir gefällt. Warum sollte ich euch unterstützen? Und ihr könnt mir bestimmt sagen, wieso ich ausgerechnet die Unternehmer unterstützen sollte, oder? Weil es bei uns diese ganze Scheiße nicht gibt. Meine Leute werden nicht von irrer Blutgier oder Tierinstinkten geleitet.
Wir sind die einzigen Vernünftigen hier und würden wertvolle Verbündete abgeben, solange du mit dem Ort hier wieder Kronkorken verdienen willst. Wir möchten also wissen, wie dein Plan aussieht. Großartig. Ich bin auf Geld aus. Mein Ziel ist, mit diesem Ort so viel Geld wie möglich zu verdienen. Verdammt, wurde ja auch Zeit. Ich freue mich schon auf deine Umsetzung. Du bist im Parler immer willkommen. Fühl dich ganz wie zu Hause. Und wenn du Lust hast, ein paar Jobs für uns zu erledigen, red einfach mit mir. Wir warten so lange darauf, bis dieser Ort wieder für das genutzt wird, für das er sich am besten eignet. Die Unternehmer tolerieren keine Versager. Wer es nicht hinkriegt, muss verschwinden. Ja. Gut, das hätten wir dann auch eigentlich, ne? Das ging einfacher als gedacht. Und dann werden wir uns noch mit Nummer 3 unterhalten. Es Hallo? Ist aber nicht verboten, sie dazu zu tun. Also hier zu den Tieren quasi, ne? Zu den Raubtieren der Raider. Ja, zum Rudel. Die sollen sich aufführen wie, weiß ich nicht. Angeblich, ne? Max und William lassen mich Gäste normalerweise abtasten, aber du kriegst eine Sonderbehandlung. Ich denke mal, danke. Du solltest mal vielleicht ein bisschen mehr essen. Du bist schon recht mager, Bursche. So eine Haxe oder so. So eine gesalzene wäre schon nicht schlecht, oder? Overboss. Ja. Machst du wieder Ärger? Gut. Rudel und Jünger. Alles verkleidete Amateure. Ja. Sehr freundlich zueinander, wirklich. Also da haben wir viel Arbeit. Wo muss ich denn jetzt hin? Ah, theoretisch müsste es passen, wenn ich da so außen rum laufe. Okay, ich glaube, da komme ich nicht durch. Wir haben alle mal dran gedacht, Coulter in den Rücken zu schießen. Da bist du uns wohl einfach zuvor gekommen. Ja. Nicht denken, sondern machen. Ha! Das scheint hier sowieso die Devise zu sein, irgendwie. Ach so, zuerst da raus und dann darf ich nach rechts, ne? So, jetzt hier rüber. Na, lauf. Ah, geht nicht. Keine Ausdauer. Hey, ich wollte nur sagen, nichts für ungut, okay? Ja? Willkommen im Nest, Boss. Gottes Willen. Gefragt, wann du vorbeikommst. Wie schaust denn du aus? Diesen Farbtopf reingefallen. Und ihre Waffe gleich mit. Hoffentlich ist das nicht Lack. Das erinnert mich gerade an eine gewisse Dame. Mason hat dich schon erwartet. Mason, okay. Wahrscheinlich wieder eine Frau, die hier das Sagen hat. Ja, das starke Geschlecht sind nicht die Männer, sondern die Damen. Muha. Merkt euch das. Nein. Beide Geschlechter sind stark. Bitte was? Auf was wird da gerade geschossen? Wenn du Fesseln trägst, dann nur, weil du darum bittest. Man wird nur Sklave, wenn man Sklave sein will. Was ist denn da los? Hundekampf? Die tun schießen üben? Wie schaut's denn hier bitte aus? Also... ein Gorilla? Na, oder? Vom Syndikat? Vom Syndikat, also vom Institut? Ich bin total... was? Der hat Menschen auseinandergenommen. Also, mindestens ein... Wo zum Teufel sind wir hier gelandet? Oh, es ist mal ein Mann. Können Sie da mal leise sein, ihr Hundis? Ich höre da nichts. Problem. Sarkastisch. Wir stecken da gemeinsam drin, du, was ich dir sage. Hast du ein Problem mit mir, Junge? Ich bin Mason. Die Gegend hier gehört uns. Du magst der Overboss sein, aber ich bin der Anführer des Rudels.
werde es auch bleiben. Solange du das nicht vergisst, läuft alles bestens. Ja. Schön Bart hast du übrigens. Er scheint noch mehr der Gepflegtere von allen hier zu sein. Naja, egal. Loyalität des Rudels. Sarkastisch zusammenarbeiten. Nicht hier, um Freunde zu finden. Loyalität des Rudels. Meine Leute werden mir keine Probleme bereiten, oder? Das Rudel ist nicht, was ich sage. Wenn du mir nicht dumm kommst, passiert nichts. Ja, zusammenarbeiten. Arbeiten wir zusammen, Mason. Ich will dir nicht den Posten streitig machen. Wenn das stimmt, haben wir vielleicht wirklich keine Probleme. Pass auf, Coulter weint wirklich keiner nach. Ich hätte nur gedacht, sein Ersatz wäre jemand anders. Aber Gage sagt, dass du jetzt der Boss bist. Dann bist du es. Ja. Du willst kein Anführer sein? Du willst kein Overboss sein? Wenn ich wüsste, dass die anderen Banden dabei sind, würde ich sofort das Kommando übernehmen. Mach ich auch. Wenn sich ausstellt, dass du ein Vollidiot bist. Danke. Vielleicht ist es nicht Max Black oder die bekloppte Nische. Und du kannst kaum schlechter als Coulter sein. Sehr schön. Keine Sorge. Ich hab Pläne. Coulter war schwach. Ich hab keine Sorge. Gage wusste, was er tat. Das können wir noch nicht sagen. Unwahrscheinlich, dass du noch schlechter als Coulter sein wirst. Versteh mich nicht falsch. Coulter war ein Overboss. Dem hat keiner widersprochen. Zu Anfang lief alles gut. Richtig gut. Aber das war vor einem Jahr. Dann wurde Coulter reich. Wollte auskosten, was wir erreicht haben. Was willst du? Ich höre zu. Könnte schlimmer sein. Hör auf zu jammern. Nee, was willst was du? Kronkorken. Action. Irgendwas. Nur nicht dumm rumsitzen, wie wir es das letzte Jahr gemacht haben. Ich höre zu. Ich bin ganz ohr. Ja, das hier ist besser als die Dreckslöcher da draußen. Die versprochenen Kronkorken gibt's hier nicht. Keiner ist zufrieden. Nicht mal die Jünger. Und die sind normalerweise fröhlich, solange sie im Blut warten. Die Dinge gingen den Bach runter. Aber Gage hat das geändert. Er hat uns versammelt und versprochen, dass er jemanden findet, der Coulter erledigt. Die Wahrheit über Gage und Coulter. Probieren wir's mal. Was hat's denn wirklich mit Gage und Coulter auf sich? Es gibt nichts, was ich dir nicht schon erzählt hätte. Okay. Sarkastisch, ich werde ein guter Anführer sein. Na hoffentlich, verschwör dich nicht gegen mich. Hoffen wir es, dass wir ein guter Anführer sind. Du kannst mir vertrauen. Ich werde ein guter Anführer sein. Nichts für ungut. Du bist gerade erst angekommen. Mal sehen, was du drauf hast. Pass auf, kommen wir zum Punkt. Wirst du das Rudel respektieren? Ja, du sprichst auch mit anderen Banden. Andere Banden? Ich krieg euren Anteil gleich behandeln. Mach, was ich dir, was dir gesagt wird. Okay. Na, ich würde mal das probieren. Andere Banden. Das Rudel, was die anderen Banden nicht haben. Wir sind die gewissensten Hundesöhne unter der Sonne. Zu allen Bereichen und loyal bis in den Tod. Die Unternehmer schreiben dir die Kehle durch, sobald sie haben, was sie wollen. Und die Jünger? Wer zum Teufel weiß, was diese Fremden wollen? Und stimmt was nicht. Man kann keinem trauen, der einem nicht sein Gesicht zeigen will. Schön. Ihr kriegt euren Anteil gleich behandeln. Ich denke, der Anteil keine ist schon. Keine Sorge. Ihr kriegt euren Anteil an den Kronkorken. In Ordnung. Aber es geht nicht um den Kronkorken. Es geht auch um Respekt. Wenn wir für dich springen sollen, dann nur als die Nummer 1. Noch eine letzte Sache. Es gibt immer was zu tun, wenn du den Zoo auf dem Weg halten willst. Wenn du mal helfen kannst, komm vorbei. Treue ist keine Einbahnstraße. Ja, ich weiß. Kehre zu Gage zurück. Also, ihr depperten Hundsviecher, echt. Seid mal leise. Dämliche Viecher, echt. Wird aber sowieso schon Maulkorb auch nicht schlecht. Das ist armer kleiner Dog mit. Was ist mit dir? Ich glaube, der hat auch einen Maulkorb, na, Seos Kaiser. Ich glaube, wir gehen mal ein Stück wieder raus. Und der schaut fast aus wie ein Blindenhund mit dem Dings da hinten oben. Festhalten. Handschellen sind auch da, ja, ne, das braucht man alles. Na, ich bin kein Wolf, ich bin leicht schockiert, aber sonst, ja, geht's mir gut eigentlich. Ich geh da mal. Was liegt da hinten? Ist das auch dann ein Gorilla? Na, die haben...
Der schläft. Der Kerl hier. Armes Viech. Nass, Servus Kaiser. Also ja, kann ich gar nicht genug wiederholen. Ich bin mal draußen da. Tschüss. Ja, bist du gescheit, ne? Ich denke mal. ja, vielleicht sollten wir dann ab einem gewissen Punkt dann doch andere Quests wieder in Erwägung ziehen, bevor wir das ganze Commonwealth gegen uns haben. Ja. Keine Ahnung. Aber die hier sind ja echt krass drauf, muss man sagen. Daram, 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 daram. Sterben oder was? Oh, was? Du bist es. Die schaut aus. Na, wie ein Zotenclasher. Unfassbar. So, können wir... Ich werde mich gleich hinporten und Bericht erstatten, ja. Schock, schwere Not. Ja. Von den Guten zu den Bösen, ne, sozusagen. Also wir, da macht man wieder alles quer durch die Bank. Wenn ich den einen Kerl da entführe, ist ganz gut Neighbor gegen uns. Nicht gut. Porter Gage. Der Oberboss kehrt zurück. Ah, du bist in einem Stück zurück. Das ist ein gutes Zeichen. Ist alles okay mit unseren netten Psycho-Nachbarn? Hoffentlich hast du ihnen nicht zu viel versprochen. Klar, etwas Übertreibung gehört dazu, aber sie sollten es dir nicht übel nehmen, wenn du dein Versprechen nicht halten kannst. Sie tun, was ich sage. Sie sind dabei. Das geht dich nichts an. Naja, was jetzt? Was jetzt, Gage? Jetzt? Jetzt kommt der lustige Teil. Zeit, die Ärmel hochzukrempeln, Boss. Es gibt viel zu tun. Das Ding ist riesig. In Abschnitte unterteilt. Parks, wie auch immer die früher genannt wurden. Wir müssen sie uns wiederholen. Einen nach dem anderen. Jeder Abschnitt, den wir sichern, gibt uns mehr Raum zum Atmen und mehr Ressourcen. Du besetzt einen, indem du eine Flagge für eine der Banden aufstellst. Dann gehört er dir. Wer was bekommt, entscheidest du. Die Bande, die ihn kriegt, freut sich natürlich. Aber die anderen könnten neidisch werden. Weißt ja, wie das läuft. Eine Flagge aufstellen. Großartig, sarkastisch. Toll, das Sagen zu haben. Ich brauche die Parks nicht. Eine Flagge aufstellen? Eine Flagge aufstellen? Ist das dein Ernst? Mein voller Ernst. Schau, wenn du das jemand anderem überlässt, prügeln sich die Banden darum, wer den Platz verdient hat. Viele dieser Trottel können nicht lesen. Also muss es eindeutig sein, damit sie mitmachen. Aha. Sie wissen, worauf sie achten müssen. Das wär's. Schön einfach, oder? Gewöhn dich noch etwas ein, wenn du willst. Dann legen wir los. Und hey, wir machen das gemeinsam. Also kann ich auch alles geben. Wenn ich auf dich aufpassen soll, sag Bescheid. Nein, danke. Später vielleicht. Nein, danke. Ich hab das hier. Wie du willst. Wenn du es dir anders überlegst, ich bin hier. Ja. Ja. Schön. Wir werden jetzt, bevor wir ein komplettes Arschloch werden. Die Idioten, die sich alleine durchschlagen. Tja, die sind dann wohl leichte Beute. Wie viel denn noch? Abfüllanlage Nuka-Cola World. Ach du Heilige. Ich meine, wir könnten doch hier Gebiete und so. Ja. Ah, das Schöne ist ja eh wirklich, das ist alles hier. Ja, das ist schön. Puh, also ich habe mit Commonwealth jetzt dabei nichts zu tun. Ach, ist das schön. Es ist nur die Frage, wie ich da jetzt irgendwie rauskomme und so, ne? Da wahrscheinlich, da wird es einen Weg rausgeben. Schaut zumindest so danach aus. Und dann können wir auch gleich hier und da. Also mit dem hier vielleicht mal beginnen. Kitty Kingdom. Wir haben, wie viele Gebiete haben wir jetzt? 1, 2, 3, 4, 5. 5 Gebiete nur.
Auweia. Galactic Zone. Ein Berg. Ich muss mir die Gegenden anschauen. Ich würde fast sagen, hier und hier. Die zwei Bereiche. Also diesen Berg und das, wenn es gut ausschaut. Würde ich gerne dem Rudel überlassen. Hier haben wir eine Abfüllanlage, eine Stadt, eine Galaktikzone. Okay, der ist aber schon bald gescheiter, die Banden nebeneinander zu lassen, ne? Entschuldigung, dass wir die beiden hier den Händlern überlassen und da oben den wahnsinnigen Jüngern vielleicht. Oder hier die Jünger. Buh, ey. Wahrscheinlich kann man es auch quer mischen. Wäre auch nicht schlecht. Auf jeden Fall, ich probiere mal hier rauszukommen. Also ich muss... Ja, ich muss nach unten. Hundi, tut dir nicht weh. Du warst Boss. Na, eigentlich müsste es noch passen. Soll man mitnehmen und Doggy nach Hause schicken? Na, nein, wart noch. Nichts. Wenn du das sagst. Es ist ja traurig. Na. Ja, ich probiere mal mit dir zu quatschen. Wie geht's dir, Kumpel? Wegschicken, egal. Was soll's, Junge? Kann man mit dem Dogmeat überhaupt eine Sympathie aufbauen? Ein Idioten mangelt es dem Commonwealth nicht. Na, das macht das Leben leicht, wenn man vorsichtig ist. Dann nehme ich ihn sonst mit. Brauchst du was, Boss? Ja, ich nehme dich einfach mit. Folge Komm mir. Mit mir. Ich brauche deine Hilfe. Ja, okay, klar. Verschwinde, Köter. Oh! Nach Sanctuary Hills. Bitte, ja. Mhm. Okay, das ist sogar gut, dass wir den mitnehmen. Mach's gut, Doggy. Komm gut heim. Ah, ja. Kommst du jetzt mit? Kerl? Hey! Was gibt's, Boss? Bleiben. Wie ein Hund. Hey, okay, Boss. So, ich denke mal, dass wir da in der Richtung, ja, müsste ich schau mal. Ich verdrück mich immer. Ich werde mich da 30 Jahre lang noch verdrücken. Mit meinen kleinen kurzen Fingerchen. So. Ja, das dürfte die Sache ein bisschen anheizen. Entschuldigung, ja. Manchmal bringt's was, wenn die Schafe. Ja. Lass sie schwitzen, nervös werden. Dann machen sie Fehler. Aha. Ich werde auf jeden Fall mal diese Fieberblüten mitnehmen. Keine Ahnung. Sicher wieder was für Alchemie und so. Labor. Ja, wir sind in der Freiheit. Schön. Da ist noch was, glaube ich. Na, schaut nur so aus. Entschuldigung. Na, Fisch. Bin gespannt, was hier so für Kreaturen in der Wildnis herumstreifen. Auf jeden Fall bin ich erleichtert, dass wir nicht im Commonwealth sind und dort irgendwelche Parks einnehmen müssen. Oh, es regnet auf einmal. Und ja, wie gesagt, ich denke, wir werden mal mit dem da drüben anfangen. Das ist jetzt, ja genau, das ist der hier. Das heißt, über die Brücke. Gut, die hält scheinbar. Baram daram. Das hier soll schon sein. Das hier? Oh, ist das hier mit der Achterbahn? Galactic Zone. Ich denke mal, das dürfte das gewesen sein. Huch. War das gerade Zuckerwatte? Boah, ich habe schon so lange keine Zuckerwatte mehr gegessen. Boah, ich weiß noch, als Kind
bei uns gab es da immer so ein so zweimal im Jahr gibt es bei uns immer diesen Gardi-Markt. Eigentlich immer gedacht gewesen für Landwirte, aber auch natürlich für andere Besucher mit ein paar Karussells und solchen Sachen. Und da gab es immer wieder diese köstliche, leckere Zuckerwatte. Und da durfte ich jedes Mal, ich und meine Schwestern, haben da zweimal im Jahr eine richtig große Portion Zuckerwatte naschen dürfen. Sicher für die Zähnchen ist es nicht gut, aber da musst eben wirklich danach Zähnchen putzen gehen. Was ist denn hier los? Star Control. Die Aufzeichnungen lesen. Mr. Frothy. 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 Mr. Frothy wird das heißen. Frothy? Naja, nicht ganz Frothy. Nuka-Cola-Automat. Aufzeichnungen lesen. Ja, es regnet, ich weiß. Na, warte, da. So diverses. War das hier? Mist, jetzt habe ich wieder nicht geschaut, wie sie heißt. Wer bist du jetzt schnell? Halt, Mädchen. Mädchen? Na, wo ist denn da? Tina. Tina Olsten. Tina. Eine Tina mit hartem T. Tinas Aufzeichnungen. Ta, tita, tu, tita, ta. Ti, Tina. Da. Wir haben so viel gelumpert, echt. Willkommen beim Termlink von Robco Industries. Tiara Olsten. Persönliche Aufzeichnungen. Willkommen, Tiana. Bitte wählen Sie einen Eintrag vom 8. April 2286. Papa hat gesagt, dass es morgen wieder zur Galactic Zone geht. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, was ich von diesen Bergungen halten soll. Es ist faszinierend zu sehen, wie viel von dieser alten Technologie noch funktioniert. Ich wünschte, ich könnte bleiben, um mich mit all dem genau zu befassen. Aber Papa, also Papas Mannschaft, reißt einfach nur alles auseinander und bringt den Schrott zurück. Als würde es auf der Welt nicht schon genug Wert, also ja, genug verrostetes Material und kaputte Schaltkreise geben. Wenigstens muss ich nur halbe Schichten fahren. Ich freue mich schon darauf, wieder in Star Control arbeiten zu können. Hoffentlich läuft der alte Zentralrechner noch. Der 12. April 2286. Es ist alles meine Schuld. Ich habe es ihm gesagt. Ich habe ihm gesagt, dass nicht genügend Kerne vorhanden sind, um es einzuschalten. Hätte er eine Stunde gewartet, hätten wir sie aus der Zone holen und Star Control wieder zum Laufen bringen können. Aber er wollte nicht hören. Er wollte nicht zuhören. Und jetzt? Oh Gott, hoffentlich geht es ihm gut. Ich kann die Schreie hören. Wir werden bis zum Anbruch der Nacht warten und dann zum Tor laufen. Na super. Da ist wohl was in die Hose gegangen, ne? Und zwar anständig. Ja, der hat gleich mal alles verloren, inklusive Kopf, Bein und Arme. Zumindest einen davon. Deichsel, was ist hier? Alter Schwede. Dann werden wir ihren Papst wohl bald finden hier irgendwo, ne? Ah, da oben ist auch einer krepiert. Eine Verkäuferin. Ja, die verkauft nichts mehr, darum nehmen wir ihr alles weg, damit wir uns darüber erfreuen können. Ja. Aber das dürfte noch gar nicht so lange her sein, oder? Dass die da erschossen worden sind. Der heizt sich meine an, ne? Ist ja ganz fisch. Ach, da geht der Wind. Was? Ja. Ha? Ein Augenbot. Das hat super hingehauen. Super hingehauen hat das. Super. Na, das andere soll es nehmen. Das. Na. Achso, wir haben schwer zu wenig. Achtung, eine Durchsage. Bevor die Stimmung findet, bitte alle anweisen. Der Nuka wird angestellt. Vielen Dank. Ja. Der ist erledigt. Ja, großen Spaß. Meine Haxen sind hin.
Alle beide. Und der Part ist auch zu Ende. Was zum Teufel? Jetzt geht man da einmal einen Schritt rein und ist schon wieder am Sterben. Was, aber auf jeden Fall, ja, wir sind hier richtig, es geht dann hier lang. Und ich denke mal... Dein Ernst jetzt. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, das weltweite Bienenwagen-Fahrgeschäft nach der Tragödie im letzten Jahr mit besseren Rückhaltevorrichtungen wieder eröffnet wurde. Ja, hurra. Ich bin jetzt auch gerade im Überlegen, ob das jetzt so schlau war, diesen Begleiter da mitzunehmen. Ja. Weil, ein lässiges Outfit, weil, ja. Wenn ich jetzt da mit einem Raider in einem Dorf einmarschiere, ob ich dann nicht erschossen werde dafür. Das werde ich zum Ausprobieren und der Part ist ja eh schon zu Ende. Es ist unglaublich. Das Wetter ist wirklich grauslichst. Ich hoffe, das wird bald besser. Auf jeden Fall, wir werden im nächsten Part hier weitermachen. Boah, mal schnell weg. Wir werden im nächsten Part hier weitermachen und inzwischen werde ich mal unseren ganzen Müll wegbringen, um später dann mal eine Siedlung aufbauen zu können. Also weiter aufbauen zu können. Okay, ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Eventuell sogar mit einem neuen Begleiter. Also dann, tschüssi.